Hallo Leute, ich habe heute den 50 Random Facts About Me Tag für euch und es geht sofort los. Ich bin richtig schüchtern. Meine Mutter wollte mich als erstes Bianca nennen. Vom Sternzeichen her bin ich Skorpion. Meine Traumhaarfarbe ist das Blond von Sylvie van der Vaart. Ich liebe ihre Haare, die sind so schön. Ich habe einen total leichten Schlaf und wache wegen jedem Pups auf, also wirklich. Wenn mein Hund aufwacht, wache ich auf. Wenn irgendwelche Geräusche draußen sind, wache ich auf. Oder wenn jemand einfach nur neben mir steht, wache ich auf. Das geht gar nicht. Telefonieren ist irgendwie gar nicht mein Ding. Also auch nicht zurückrufen. Oder ich bin eher der SMS-Schreiber, WhatsApp-Schreiber, Chatten, sowas. Aber telefonieren ist irgendwie gar nicht meine Welt. Aufgewachsen bin ich in Saarbrücken und in Frankfurt am Main. Mein Lieblingsgericht ist Jägerschnitzel mit Pommes. Das könnte ich fast jeden Tag essen, würde ich sagen. Also egal, wo ich bin, beim Griechen, beim Kroaten, beim, keine Ahnung, ich bestelle immer Jägerschnitzel mit Pommes. Ich hasse meine Zähne. Also ich hatte damals eine Zahnspange, als ich noch jünger war. Ich weiß nicht, wie alt ich da war. Aber ich hatte eine Zahnspange, also eine lockere und eine feste, jeweils oben und unten. Und oben sind meine Zähne auch sehr gerade geblieben, aber unten, das sieht man sehr oft in Videos, wenn ich spreche und das nervt mich total, sind meine Zähne sehr schief hier vorne und es hat angefangen, indem ich in einen Apfel reingebissen habe. Ja, sehr ärgerlich und jetzt überlege ich, wie ich meine Zähne wieder gerade bekomme. Zu IKEA könnte ich jeden Tag fahren, ich halte mich da einfach so gerne auf. Als Kind dachte ich immer, dass Chiwapchichi das Fleisch von Chihuahuas ist. Ich gehe nie ohne Musik aus dem Haus. Ich finde es einfach angenehmer, mit Musik rumzulaufen. Ich hasse Unpünktlichkeit. Also wenn Leute irgendwie 20, 30 Minuten zu spät kommen, ohne mir Bescheid zu sagen, also selbst 10 bis 15 Minuten ohne Bescheid zu sagen, dann hasse ich das. Wenn ich mal irgendwie 5 Minuten zu spät komme oder sei es 10, sag ich vorher auf jeden Fall Bescheid und mir ist das schon total unangenehm und ich habe ein richtig schlechtes Gewissen. Ich habe mir den Traum von einem Hund endlich erfüllt und bereue es kein Stück. Ja. Mein Süßer. So. Bist du mein Süßer? Bist du mein Süßer? Ich bin richtig, richtig tollpatschig. Vor allem an Stellen, wo man eigentlich nicht rankommt, knall ich irgendwie ran und ich weiß nicht. Überall habe ich dann immer blaue Flecken und ich knall an meine Kommode ran, immer an die meine Tür knall ich und wenn ich mich aufs Bett schmeiße, dann stößt mein Kopf an die Wand und ich weiß auch nicht und stolper jedes Mal. Ich bin einfach nur tollpatschig. Ja, hallo Milo. Mir ist damals mal mein Handy ins Klo gefallen und es war sehr, sehr eklig, es da wieder rauszufischen. Dann habe ich es irgendwie sauber gewaschen, nochmal ganz kurz. Und dann haben mein Bruder und ich einen Staubsauger genommen und da die ganze Flüssigkeit rausgesaugt und angefangen, das Handy trocken zu föhnen. Und dann ging es wieder. Aber es war mir sehr, sehr peinlich und es war auch sehr eklig. Ich vergesse fast immer, die Preisschilder von meinen neu gekauften Klamotten wegzumachen und ja, dadurch passiert es mir sehr, sehr oft, dass ich rausgehe und ich angesprochen werde, weil ich ein Preisschild an meinem Oberteil oder wo auch immer dran habe. Wenn ich traurig bin, dann höre ich traurige Lieder und ich nenne es dann immer Depri-Lieder und man sollte meinen, dass man eher fröhliche Lieder hört, aber irgendwie liebe ich es, traurige Lieder zu hören. Die machen mich dann zwar noch trauriger, aber die lassen meinen Schmerz noch mehr rauskommen und dadurch geht es mir dann besser irgendwie, falls ihr versteht, was ich meine. Ich traue mich nicht, beim Schlafen mein Bein übers Bett hängen zu lassen, weil ich immer Angst habe, dass unterm Bett ein Monster ist, das mich runterzieht. Ich hätte so gerne irgendwann ein Haus am See. Ich liebe es einfach am See zu sitzen und ja, einfach ins Weite zu schauen. Das entspannt mich total. Viele haben ja einen Schuh-Tick, ich jedoch habe einen Jackentick. Ich bin 1,66 Meter groß oder auch klein.
Seitdem ich mal von einer Biene gestochen worden bin, habe ich panische Angst vor diesen Viechern, also vor Bienen, vor Wespen. Ich habe einfach nur Angst. Ich war nämlich damals bei Rewe oder Kaisers. Es war Sommer und die Biene kam aus dem Nichts richtig schnell auf mich zugeflogen und hat mir unters Auge gestochen. Und ich glaube, es lag an dem Parfum, was ich getragen habe. Seitdem trage ich kein Parfum mehr im Sommer. Und mein Gesicht, also die linke Seite, ist richtig angeschwollen. Also ich glaube, es war die linke Seite, die rechte? Keine Ahnung, ich glaube die linke. Die Seite ist so angeschwollen und vor allem mein Auge. Also es tat auch so weh, dass ich ins Krankenhaus musste. Und ich sah aus wie ein Monster von Wrong Turn. Wirklich, ich sah schrecklich aus und die Schmerzen waren richtig schlimm. Seitdem habe ich panische Angst vor Bienen und Wespen. Ja, ich hasse diese Viecher. Auch wenn sie leckeren Honig bringen. Ich liebe den Humor von Cindy aus Marzahn. Ich finde die Frau einfach nur lustig. Bei traurigen Filmen muss ich irgendwie immer heulen. Also wirklich fast immer. Früher war mein Zimmer voller Britney Spears Poster. Ich habe diese Frau geliebt. Also ich war einer ihrer größten Fans und es gab eigentlich keine Fläche mehr, die frei war. Alles war voller Poster, auch die Decke. Und als sie Geburtstag hatte, habe ich ihr sogar gratuliert. Also dem Poster gratuliert. Einer meiner liebsten Serien ist CSI und zwar ja CSI Miami. CSI New York und ich glaube, es gibt noch ein normales CSI ohne irgendwas, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Aber das schaue ich so, so gerne und ich wäre am liebsten selbst jemand vom CSI. Ich bin ein sehr emotionaler Mensch. Meine Naturhaarfarbe ist dunkelbraun und ja, jetzt habe ich auch wieder dunkelbraune Haare seit gestern. Ich hasse Tomaten. Ich finde die Dinger einfach nur eklig. Schwimmen ist nicht ganz so mein Ding, ich tauche lieber. Wenn ich richtig dringend auf Toilette muss, fange ich an, wie wild rumzuwackeln und rumzutanzen und werde dann auch richtig zickig. Also dann darf man mich eigentlich gar nicht mehr ansprechen. Ich muss einfach dann nur schnell auf die Toilette. Oh, ich muss auf Toilette. Ich muss auf Toilette. Beeil dich mal, ich muss auf Toilette. Ja. Ich bin auf den Philippinen geboren und zwar in Manila, Quezon City. Ich trinke meinen Zucker am liebsten mit Latte Macchiato. Meine liebste Jahreszeit ist der Sommer. Ich liebe Horrorfilme, aber danach kann ich meist nie schlafen, also manchmal sogar eine Woche lang nicht. Zwei Geschwister und zwar zwei Brüder. Der eine ist 20 und der andere ist 6 Jahre alt. Ich habe eine Rückenschiefstellung und deshalb immer mega dolle Rückenschmerzen und laufe dadurch auch ein bisschen schief. Ja, leider. Ich stehe total auf Jesse Metcalf und Josh Duhamel. Wenn ich aus einer Flasche trinke, und meist trinke ich mein Wasser ja aus der Flasche, dann schaffe ich es irgendwie immer zu kleckern. Also es läuft dann immer meist hier runter und mein Shirt oder Top ist eben nass. Ich weiß auch nicht, wie ich das hinkriege. Das beste und einzige Geräusch, bei dem ich schlafen kann, ist das Geräusch von Regen. Ich finde das total beruhigend und ja, voll entspannend. Ich kann es überhaupt nicht leiden, wenn Leute ihren Kaugummi mit offenem Mund kauen. Ich finde, das sieht total hässlich aus. Ich liebe es, heiß zu duschen. Ich brauche das richtig. Also kalt duschen ist gar nicht mein Fall. Ich hatte mal ein Kaninchen und das habe ich MJ genannt, wegen Mary Jane von Spider-Man. Ich baue total gerne Möbel auf, am liebsten Möbel von IKEA. Mein liebster Dunkin' Donut ist der Boston Cream. Der ist einfach nur so lecker. Der ist mit Schokolade, also einer Schokoladenglasur. Und innen drin ist dann diese Boston Cream. Also wie so eine Vanillecreme, aber einfach nur lecker. Ich habe totale Angst vor Spritzen. Also das heißt Angst. Ich habe einfach nur Panik. Wenn ich zum Arzt gehe und ich weiß, er muss mir Blut abnehmen oder mich impfen oder was auch immer, dann habe ich einfach nur Angst und mir muss auf jeden Fall immer jemand die Hand halten. Voll peinlich.
Meine allerliebste Leidenschaft ist das Singen. Beim Singen kann ich einfach meine ganzen Emotionen freien Lauf lassen. Ich liebe Kreuzworträtsel. Ich finde das auch total entspannt und es ist ein sehr gutes Gehirntraining. Als Kind hatte ich mal Haare bis zum Hintern und dann war ich zu Besuch bei meiner Tante und sie hat mir die Haare kämmen wollen und fand, dass sie doch sehr verknotet waren und hat mir dann gesagt, dass sie sie abschneiden wird, aber nur an den Stellen, die verknotet sind. Ergebnis war, dass meine Haare bis hier abgeschnitten worden sind und ich war so traurig und habe geheult und ich sah aus wie so ein Playmobil-Männchen. Ich war richtig traurig und meine Mutter fand es auch voll hässlich. Das waren meine 50 Fakten und ich würde mich doch sehr freuen, wenn ihr mir mindestens einen Fakt über euch da lasst oder mir einfach mal schreibt, ob wir vielleicht irgendwelche Fakten gemeinsam haben. Und ja, das würde mich doch sehr interessieren und freuen. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Bis dann. Ciao!